Unsere Zutaten für die Quarkbällchen sind Mehl, Backpulver, Quark natürlich, Eier, Zucker, Vanillezucker und eine Prise Salz. Wir starten damit, dass wir Eier schaumig schlagen, Salz und Zucker und Vanillezucker dazugeben und später dann den Quark und das Mehl. Schlag die Eier erstmal ein bisschen an, damit ein bisschen schon Volumen dabei ist, bevor ihr dann den Zucker und das Salz dazu gibt. Die feuchten Zutaten haben wir nun schön untergehoben und nun geben wir unsere trockenen, das heißt das Mehl, mit dem Backpulver zusammen mit hinzu. Aber das portionsweise. Der Teig ist nun fertig. Ich gehe noch mal im Teigschaber am Boden entlang, denn ab und zu sammelt sich gerade bei einer Küchenmaschine gerne der Teig noch am Boden, beziehungsweise eventuell Mehl oder Zucker. Und das wird er sicher gehen, dass es wirklich eine tolle, homogene Masse ist. Einfach noch mal mit dem Teigschaber durchrühren. Es hat sich nichts am Boden gesammelt. Sicher ist sicher. In der Zwischenzeit werde ich nun Öl erhitzen. Nehmt bitte ein Öl, das auch erhitzen dürft. Kein Olivenöl bitte dazu. Ich nehme dafür einen relativ kleinen Topf, weil ich nicht möchte, dass ich da sehr viel Öl verschwende. Das Öl könnt ihr später auch filtern und könnt es dann für andere Dinge noch gebrauchen, wenn ihr noch Sachen frittieren möchtet. Denn wir frittieren ja jetzt die Quarkbällchen drin, das ist nicht sehr geschmacksintensiv. Wenn ihr wissen wollt, ob das Fett auch wirklich heiß ist, gebt ein Holzstäbchen hinein und schaut, ob es Blasen wirft. Ich hole euch mal näher ran. Ich denke, ihr könnt die Blasen hier ganz gut erkennen, die hier aufsteigen. Dann ist das Fett heiß genug. Wir tauchen kurz die Löffel in heißes Öl. Ich mache hier sehr kleine Quarkbällchen, weil ich sie gerne klein mag. Lasst sie hineingleiten. Tauche wieder kurz ein. Wieder etwas Teig aus der Schüssel. Wer sie größer mag, kann auch gerne mit dem Eisportionierer rangehen. Auch das funktioniert sehr gut. Hineingleiten lassen. Und ihr seht, die werden richtig schön braun, auch ein bisschen mal drehen, damit die andere Seite auch ein bisschen an Farbe abbekommt. Und ihr seht, die fallen immer erst nach unten auf den Boden und kommen dann, wenn sie langsam durchgebacken sind, nach oben an die Oberfläche. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass sie dann langsam fertig werden. Bitte schaut, dass ihr sie nicht zu heiß habt. Wenn sie gleich braun werden, ist es zu schnell. Das heißt, die werden in der Mitte noch roh sein. Die ersten hier können wir schon raustun. Ihr seht, die haben eine richtig schöne, knusprig braune Farbe bekommen. Ich habe hier ein Brettchen drunter geschoben und mir ein Küchenkrepp draufgelegt. Und da gebe ich die ganz kurz drauf, damit das überschüssige Fett einfach ein bisschen abtropfen kann. Gebe sie gleich jetzt in den Zucker hinein. Ihr könnt puren Zucker nehmen, ihr könnt aber auch gerne mit Puderzucker mischen, dann ist es noch ein bisschen feiner. Und fertig sind eure Quarkbällchen. Dann könnt ihr sie pur genießen, könnt sie verschenken, könnt sie aber auch schön mit Eis genießen. Das ist natürlich auch ein wunderschöner Nachtisch.